Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Classics Rollercoaster Tycoon 2. Ja, wir waren ja hier in unserem Minenbereich so ein bisschen zugange. Da hatten wir ja hier schon ein bisschen weitergebaut, da muss man ein bisschen aufs Geld achten. Da müsste man das hier noch zu Ende bauen. In diese ganzen Stützen. Braun. Wenn ich wieder die richtigen Punkte erwische, da haben wir sie. Nein! Kann das Geld abziehen? Kommt die rein jetzt? Ja, die ist sehr gut besucht, hätte ich gar nicht gedacht, also. Echt gut gemacht. Ich guck mal, was haben wir da am Preis? 4 Euro. Schick. Bis auf, dass da schon wieder Breche rumliegt, was mir nicht gefällt. Ich wäre schon fast geneigt dazu, noch ein Klo da reinzusetzen. Dann, wenn sie schon reiern müssen. Wenn wir hier gucken, da haben wir nämlich die etwas größere genommen. Okay. Gut aus. So. Info ist zufrieden für 17 pro Stunde. Okay. Gedanken? Nix. Können wir generell mal nach unseren Gedanken gucken hier. Ja, Gedanken, aber bitte massig. Ich bin durstig. Ich bin auch geneigt, das hier hinzubauen, hier direkt an das Gebäude ran. Also diese ganzen Futuritis-Stände und alles. Mal zu, und dann wirst du mal umgebaut, dann ziehst du nämlich auch hier hin. Das ist doch lustig, ne? Kann ich den nicht bauen? Das ist also, ne? Na, manche Sachen muss man nicht verstehen. Haben wir denn jetzt so, dann runden wir das jetzt auf 50.000 auf und dann kannst du das Ganze hier hin. Ja, ja, ich reiß es jetzt ab, es kostet eh wieder 250. Pff, ein Bommelsstand. Ja, nein. So, dann können wir mal hier ein Ballonständchen. In, was nehmen wir denn da für eine Farbe? So, was ist denn goldähnlich? Das sieht doch goldähnlich. So. Muss ihn glücklicher machen. Ja, ich finde es interessant, dass die echt hier nicht hinfinden. Aber auch unser Verdienst hier mit den Bahnen ist echt traurig, wenn ich ehrlich bin. Bin ich nicht so mit zufrieden. Die hier ist runtergegangen. Machen wir wieder 1,50. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch mit Attraktionen irgendwas machen. Sonst bringt uns das alles nichts. Ja, die einzige, die uns jetzt im Moment wirklich Geld beschert, ist das hier. Und das war es auch. Vielleicht überlegen würde, ob ich die hier nochmal neu baue. Ich denke, das werde ich auch tun. Weg. Das bringt uns so nichts. Und zwar gar nichts. Wenn ich damit kein Geld verdiene, muss ja sehen, dass das hier aufwärts geht und nicht irgendwie, dass wir hier auf der Stelle stehen bleiben. Machen wir mal die Bäume hier nochmal alle weg. Kostet uns zwar auch Geld, aber. So, also machen wir das Ganze nochmal. Eine Marine Gave auch der Van. So.
Nee, so nicht. Mal gucken, dass wir die hier irgendwie ein bisschen rumgebaut kriegen. Verdammt. Gucken wir noch einmal weitermachen. Ja, da werden wir dann mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich hoffe, das passt jetzt. Müsste aber eigentlich. Nein, passt nicht. Unfassbar. Bin ja ehrlich, bin jetzt davon ausgegangen. Ja, dann halt nicht so. Die hier noch so ausrollen. Ja, Eingang kommt wieder hier. Ausgang da. Wir machen mal eine Testfahrt und dann gucken wir einfach mal. Wie sich die jetzt verhält. Ich hoffe, dass die sich jetzt besser verhält als die letzte. Hier wieder völlig verbaut habe. Aber eigentlich dürfte die sehr human sein. Vorausgesellschaft diesen Hügel hier hinten. Oh, wow, 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 wow. Oh ja, gerade so eben nur. Okay. Na gut, das sieht ja dann doch schon etwas vielversprechender aus. Starten wir das Ganze mal mit 2 Euro. Ja, ich wese doch. Ich mach doch schon. So, lassen wir die jetzt erstmal so ein bisschen laufen, bevor wir die wieder irgendwie was. Ist das so hochgesprungen? Lustig. Kinas. Da kommt der erste. Ja, dann hoffen wir mal, dass sich das jetzt hier etwas besser ausgeht. Die hier läuft immer noch hervorragend. Kann man echt nicht anders sagen. Das hier sieht auch jetzt wieder besser aus. Der sieht auch ganz gut aus.
Hier liegt schon wieder so viel Breche rum. So, ist das hier erstmal einigermaßen wieder versorgt und dann kann der hier sich durchputzen. Da, wo ist er? Da sieht doch schon besser aus. Warum willst du nicht? Einfach nur so nicht, okay. Ja, damit lässt sich doch schon mal ein bisschen was arbeiten. Der hier nicht, das ist also. Anfängermodus. Hm. Tja. Aber das sieht hier schon mal besser aus. Auch gut, schön synchron. Hoffe, dass das auch so bleibt. Ja, was wir hier auf jeden Fall noch reinbauen, ist noch eventuell sogar zwei Wasserbahnen. Einmal würde ich hier ganz gerne die normale Baumstammbahn, beziehungsweise ich würde hier gerne die Fässer durchziehen lassen. Ist eigentlich ganz cool, aber wie gesagt, das ist teuer. Also, da müssen wir echt dafür sparen, weil die muss hier irgendwie mit rein und da muss ich echt gucken, dass ich das alles so ineinander verbaut kriege. Da werden wir eine ganze Ecke Geld für brauchen. Gar nicht hin. Da wollte ich hin. Was ist denn da? So. Das ist schon mal ganz nett aus so. Ja, das ist gut. Die ist sowieso voll. Perfekt. Hier wollen sie irgendwie nicht. Das hier sieht auch in Ordnung aus. Ja, voll sind die doch. Die erste Bahn hier war komplett voll. Das ist auch gut. Das sieht auch schon mal gut aus. Zumindest verdienen wir da jetzt schon mal mehr mit als mit der alten. So, dann werde ich jetzt mal langsam, ganz langsam bald anfangen, da runter zu zahlen. Was haben wir hier? Darlehenszinsen 610. Was ich mich nur frage, ist Forschung. Eigentlich ist hier alles erforscht. Also brauche ich dafür gar kein Geld ausgeben. Ja, das sieht doch schon mal langsam vielversprechender aus. Auch das Geld, das steigt jetzt auch recht gut. Auch durch die Einnahmen für die Bahn hier. Ja, die sind immer fast voll, die Bahnen. Also zumindest zwei davon. Und selbst hier, es kommt immer genug nach. Das ist auch in Ordnung. Hier, ich glaube, da nehmen wir auch schon über 50 Cent für, genau. Ja, der hier, den finde ich ein bisschen schade eigentlich. Aber hier oben verirren sich irgendwie noch nicht so viele hin, da müssen wir auch noch was für machen. Aber wie gesagt, als nächstes würde ich hier ganz gerne erst mit der Wasserbahn weiterbauen. Denke mal, das werden wir dann in der nächsten Folge langsam anfangen. Hab da auch schon so grob was im Kopf. Ich mir das vorstelle, auch wie man das mit dem Verbauen hier, dass man das so ein bisschen, ne, so wie hier auch mit der Optik ein bisschen was anstellt. Da wird uns noch was einfallen. Ja, nichtsdestotrotz, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Classics Rollercoaster Tycoon 2 hier auf dem Jägerhof. Und bis denne!